Kritischer Einsatz für den Rettungsdienst Delta 112. Rettungsdienst, hallo? Hallo? Hier ist Lisa Kissler. Ich brauch ganz dringend einen Rettungswagen. Frau Kissler, wo sind Sie denn? Ich bin hier an der Ecke Geisbergstraße. Bitte kommen Sie schnell. Frau Kissler, was ist denn passiert? Meine Schwester hat sie einfach angefahren und jetzt liegt sie hier. Frau Kissler, bleiben Sie ruhig, beruhigen Sie Ihre Schwester. Die Rettungskräfte sind unterwegs. Sie können jetzt auflegen. Okay. Das Notarztteam um Tom Riedel ist bereits wenige Minuten später am Unglücksort in der Nähe der Innenstadt. Der Rettungsdienst um Sanitäter Benjamin Hofer folgt. Eine junge Frau wurde von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Vorsicht. Darf ich mal? Hallo, machen Sie mal bitte Platz. Hallo. Ganz ruhig, ganz ruhig. Polizeioberkommissar Christian Reuter und Polizeioberkommissarin Cornelia Bauer sind ebenfalls auf dem Weg, um den Unfallhergang zu ermitteln. Sie werden wenig später feststellen, dass es sich hier nicht um einen dramatischen Unfall handelt, sondern um pure Absicht. Was ist passiert? Ach, gar nichts ist passiert, weiß ich doch nicht. Was ist passiert? Was ist passiert? Wer hat sie angefahren? Gucken Sie sich mal die Motorhaube an hier. Das ist doch wohl nicht normal. Ja, hallo. Tut das weh, wenn ich hier drücke? Nein? Tut das hier weh? Ja, können Sie die Arme bewegen? Ja, das ist meine Schwester. Wenn ich hier drücke, tut das weh? Bei Eintreffen an der Einsatzstelle haben wir die Patientin auf dem Boden liegend vorgefunden. Die hat ziemlich geschrien vor Schmerzen, muss wohl vom Auto angefahren worden sein. Unsere erste schematische Untersuchung hat dann ergeben, dass sie Schmerzen im Becken-, Hüft- bzw. Lendenwirbelbereich hatte. Das bedeutete für uns dann eine achsengerechte, schonende Rettung, um halt auszuschließen, dass wir da Verletzungen an der Wirbelsäule verschlimmern oder erst setzen. Die ist mir vors Auto gesprungen, versuchen da mir irgendwie die Fenster zu putzen. Ja. Der Wagen war gerade in der Waschanlage. Ja. Jetzt gucken Sie sich mal an, wie meine Mühle aussieht hier vorne. Hallo. Nein, jetzt gucken Sie doch mal hier. Sie sollen jetzt nicht stehen bleiben. Sie haben einfach angefahren. Mensch, weißt du was, schon mal, geh in die Schule. Hallo. Geh in die Schule. Haben Sie gestanden oder sind Sie gefahren? Ich habe gestanden, ich habe gar nichts gemacht. Warten Sie mal bitte einen Moment. Ja. So. Die Lady hat alles gesehen. Er ist einfach losgefahren. Jetzt hör doch mal das Schreien auf. Deine Mama irgendwo in der Nähe, Erziehungsberechtigte. Ja, hast du ihn angerufen? Ja, die müsste im Moment kommen. Die beiden Schwestern wollten sich durch Scheibenputzen ein paar Euro nebenbei verdienen. Doch dabei haben sie nicht mit der Reaktion des aggressiven Geschäftsmannes gerechnet. Als sie sein Auto angefasst haben, ist er ausgerastet und hat die junge Frau angefahren. Die Schwester informiert die Mutter über die Geschehnisse. Wir wollten ein bisschen Geld zusammen. Dann bin ich auf die Idee gekommen, Scheiben zu putzen. Und jetzt, wir wollten dir einen Strauß zum Geburtstag schenken. Die Schule ist fertig, ne? Das Notarztteam um Tom Riedel geht von einem Beckenbruch aus. Oft handelt es sich dabei um einen sogenannten stabilen Bruch, bei dem der Knochen nur angebrochen ist. Das kann aber nur der Arzt im Krankenhaus feststellen. Hören Sie mir kurz zu? Ja. Sie bekommen jetzt ein Schmerzmittel. Danach werden wir Sie umlagern auf unser Trage. Nein, Sie sind die Mutter. Warum kümmern Sie sich nicht um Ihre Kinder? Warum sind die nicht in der Schule? Halten Sie jetzt mal die Klappe, ich rede hier. Ihre zwei Töchter waren wohl hier am Fahrzeug. Wie das jetzt zustande kommt, das wissen wir, das ermitteln. Wir haben jetzt hier einige Zeugen noch. Da müssen wir jetzt mal ein paar Befragungen durchführen. Deswegen würde ich Sie bitten, mal Ihre Tochter jetzt hier zu beruhigen. Und dann, oder Sie auch selber mal zu befragen, wie das passiert ist. So, was haben Sie denn genau gesehen? Ich habe gesehen, dass die Kinder da rumgesprungen sind und er wollte das nicht. Und da sind die zurückgesprungen. Die sind mir übers Auto geklettert. Sie sind jetzt gar nicht dran, verdammt nochmal. Da sind die zurückgesprungen, da kann er doch nicht für, wenn die jetzt mit ist er gefahren? Moment. Ist er gefahren oder hat er gestanden? Nein, der hat gestanden. Das wissen Sie ganz genau. Das weiß ich, das Fahrzeug hat gestanden. Alles klar. Plötzlich mischt sich eine Zeugin ein, die den Unfall beobachtet hat. So, wer sind Sie? Beate ist mein Name. Ich habe das gerade beobachtet. Den Mann, Sie müssen den festnehmen. Der ist einfach losgefahren.
Das, die Mädchen haben ja... Ist ja nicht wahr, der ist nicht gefahren. Ja, der natürlich. Hat doch, was erzählen Sie denn da? Also Sie haben gesehen, dass das Fahrzeug definitiv gefahren ist. Haben Sie auch mal einen Ausweis da, bitte? Natürlich, ich habe das definitiv. So, und wo ist das, und wo ist das Mädchen denn dann gegengekommen? Wo hat er Sie denn da berührt mit dem Fahrzeug? Sie stand an der Seite, also hier auf der Fahrerseite. Ja, und nicht, die Scheibe. Er hat einfach Gas gegeben. Sie ist dann noch versucht, geben Sie mal gerade den Ausweis, warum bitte. Warum bist du denn jetzt nicht in der Schule? Ach, warum kümmern Sie sich nicht darum, dass die Kinder... So, und jetzt mal zu dir. Jetzt sag du mal, wie das passiert ist. Also wir haben hier ganz normal die Scheiben geputzt. Ja, wie kommen die überhaupt darauf, die Scheiben zu putzen? Wir wollten ein bisschen Geld zusammen sparen für Mamas Geburtstag, um einen Strauß rauszukaufen. Aber wir kriegen nicht so viel Taschengeld und deswegen haben wir uns das überlegt. Und plötzlich kam dieser Mann und hat sie einfach angefahren. Sekunde. Was ist jetzt genau passiert? Ist der gefahren? Hat der wissen wir bis jetzt noch gar nicht. Weil es ist nein, wirklich, der ist nicht angefahren. Der hat gestanden. Natürlich ist er angefahren. Ich bin noch dabei. Für unsere Maßnahmen und die weitere Behandlung später ist es eminent wichtig, dass wir irgendwann rauskriegen, welcher Unfallmechanismus da tatsächlich gewirkt hat. Ist sie angefahren worden? Wie schnell war das Fahrzeug, das sie angefahren hat? Das sind alles so Informationen, die wir haben müssen, um die Patientin dann vernünftig zu versorgen. Wo hat er deine Schwester denn erwischt dann? Mit dem Spiegel oder wo? Weil als er losgefahren ist, ist sie nach hinten gestürzt. Es ging alles so schnell. Ich bin aber doch gar nicht sie sind losgefahren. Ich war doch dabei. Nein, ich bin doch nicht. Natürlich sind sie so, hier, schreien wir nicht so rum, das bringt überhaupt nichts. So, und warum, jetzt muss ich noch mal fragen, warum habt ihr jetzt, da, was habt ihr überhaupt gemacht? Scheiben gewaschen. Ja. Um euer Taschengeld aufzubessern. Ja, für Mamas Geburtstagsgeschenk. Es tut mir so leid, Mama. Ich wusste nicht, dass das alles das passiert. Leid? Das ist doch nur gut gemeint. Das war meine Idee. Lisa, jetzt werd mal langsam ein bisschen runter. Dann muss ich, ja, geht's, dann muss ich dir versorgt. Das berichtigen. Das tut mir leid. Ich habe gedacht, das wären Bettelkinder, die von zu Hause nicht anders Bettelkinder sehen meine sind. Mädchen aus wie Bettelkinder. Darum möchte ich mich jetzt entschuldigen. Das kann nicht ernst sein. Also, der ist doch losgefahren. Ist doch losgefahren. Ja, die Zeugin, die sich bei uns gemeldet hat, die auch sagte, dass das Fahrzeug gestanden hat, änderte nachher ihre Aussage und gab an, dass sie aus einer ganz anderen Motivation heraus diese Aussage getroffen hat. Nachdem die Dame, die Zeugin, den Sachverhalt kannte, warum die Mädels hier die Scheiben geputzt haben, ist sie dann mit der Wahrheit raus. Es ist eine Falschaussage, wie die jetzt rein rechtlich bewertet wird, ob sie da jetzt rechtlich, strafrechtlich was zu erwarten hat. Das müssen wir gleich noch mal prüfen und dann rechtliche Schritte einleiten. Laut Zeugenaussagen sind Sie doch gefahren, nein, beziehungsweise bin ich nicht. Sind Sie gerollt. Wir nehmen das jetzt mal so hin. Hören Sie mir zu. Um Gottes Willen, ich habe einmal auf Gas gedrückt. Hat was, hören Sie, lassen Sie die Kollegen so, mal aus. Das hat was mit Respekt zu tun, wenn jemand redet, dass Sie den auch ausreden lassen. Haben Sie das jetzt verstanden? Weil wir können auch ganz anders. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit hier das Gelaber hier angehört. Hören Sie mir jetzt zu? Bitte. So. Wir haben jetzt mehrere Zeugenaussagen, wonach Ihr Fahrzeug gefahren ist bzw. gerollt ist. Sie können sich dazu gerne äußern. Ich belehre Sie, dass Sie dann, wie gesagt, die Wahrheit sagen müssen. Wir werden gegen Sie eine Anzeige fertigen, fahrlässige Körperverletzung. Beziehungsweise, wenn sich jetzt herausstellt, dass Sie absichtlich das Mädchen überfahren haben, ist es eine vorsätzliche Körperverletzung. Haben Sie das verstanden? Ich habe es verstanden, ja. Gut. Wir werden Ihre Personalien jetzt aufnehmen, wir werden einen Unfallbericht fertigen. Da bekommen Sie einen Durchschlag und dann werden Sie noch mal vorgeladen. Und da können Sie Ihre Aussage machen. Das Sie können natürlich auch jetzt, wenn Sie möchten, hier auch etwas dazu sagen. Ja. Das sollte aber dann, wie gesagt, sachlich sein und in einem angemessenen Ton. Okay. Möchten Sie sich jetzt hier äußern? Nein, möchte ich gerne. Ja, dann äußern Sie sich mal. Die zwei Girls, ja? Ja. Die sind bei mir auf dem Auto rumgeklettert und fangen an, meine Fenster zu putzen. Ich bin nicht in Warna und auch nicht auf Mallorca. Und ich, wenn ich meine Fenster putzen will, tue ich es selber oder fahre durch die Waschanlage. Das Einzige, was ich gemacht habe. Jetzt erzählen Sie doch mal hier die Wahrheit. Wir brauchen Sie nicht mehr, danke. Der fügt sich ja eins zurecht, das ist doch eine Unverschämtheit. Ja gut, wir haben ja Zeugenaussagen, das ist überhaupt kein Problem. Gehen Sie mal besser ins Tattoo-Studio, so. Ja. Das ist mir zu blöd. Hier spielt die Musik. Ja, ja, sagen Sie, und dann haben wir bestimmt noch mehr Leichen im Keller, dann sieht man ihn doch so schon an. Ja, jetzt tun Sie mal nicht so schwer. Ich komme jetzt von alleine mir noch nicht klar, Sie können gehen jetzt, anmieten. Bitte. Holst du mir Sie mal weg, bitte. Bei Ihnen kann man bestimmt auch noch was anderes mieten als Keller. So. Ja. So. Reicht, und ja? Dann sind die vorne rumgesprungen. Das Einzige, was ich gemacht habe, dass ich einmal aufs Gas gedrückt habe, ne, einfach um Sie ein bisschen abzustrecken. Wenn Sie davon dann umgefallen ist, ist das nicht meine Schuld. Das kann aber sein, ich habe Sie mein Eigentum verteidigt. Ja. Wir hatten hier in dem Fall unterschiedliche Zeugenaussagen, ob das Fahrzeug jetzt quasi der Unfallverursacher gestanden hat oder gefahren ist. Da bedarf es tatsächlich der Auswertung dieser Zeugenaussagen, der nochmaligen Befragung der Zeugen,
dann kann man natürlich dann auch wirklich ermitteln, wie der Unfall verursacht wurde. Es kann natürlich auch sein, dass der Fahrzeugführer tatsächlich gestanden hat, er selber angab, den Motor hat aufheulen lassen. Da kann man sich natürlich auch bei so einem großen Fahrzeug mal erschrecken, dass das Kind dann da, das Mädel da so zurückgefallen ist. Aber wie gesagt, das bedarf natürlich den weiteren Ermittlungen. Wir werden das alles so aufnehmen. Sie bekommen jetzt eine Unfallmitteilung und dann werden Sie noch mal vom Fachkommissariat angeschrieben. Dann werden Sie da noch mal Ihre Aussage machen müssen. Ja. Sie können sich auch einen Rechtsanwalt nehmen. Ach, mit Sicherheit. Ihre Schäden am Auto, wenn welche vorhanden sind, können Sie dokumentieren. Können wir uns gerne anschauen. Jetzt zeigen Sie mir mal bitte, oder erklären Sie mir mal bitte, wie der Kratzer denn jetzt dann entstanden sein soll, wenn das Mädchen von der Seite putzt. Moment, da war ja noch ein zweites Mädchen dabei und ob die jetzt mit dem Eimer hier drüber ist oder sonst was, weiß ich nicht. Okay. Auf jeden Fall ist der Kratzer vorher nicht gewesen, das sehen Sie doch. Nee, was der vorher war, wie soll ich hier zurück in die Zukunft oder was? Ich habe den Kratzer nicht selbst gemacht und es kann nur so sein. Ich habe einfach nur die Scheiben geputzt. Ja. So ein scheiß Auto ist das mehr wert als ein Mädchen. Aber auch das. Da war ja noch dieser Fahrer des Autos vor Ort. Der hat schon ziemlich das Einsatzgeschehen beeinflusst durch seine lauten, unadäquaten Kommentare, die er da von sich gegeben hat. Das stört zum einen unsere Arbeit. Zum anderen erschließt sich mir nicht gänzlich, wie ich da so die Welle machen kann, aufgrund eines kleinen Kratzers in der Motorhaube. Immerhin haben wir hier eine, in Anführungsstrichen, schwer verletzte Person zu versorgen gehabt. Und meiner Meinung nach, ich bin zwar kein Polizist, aber so wie ich das gesehen habe, kann dieser Kratzer tatsächlich von dem Unfallmechanismus, den wir angenommen haben, überhaupt nicht herrühren. Von daher war es schon nervig, dass er da so lautstark auf sich aufmerksam gemacht hat. Das Notarztteam um Tom Riedel hat dem jungen Mädchen mittlerweile ein Schmerzmittel verabreicht. Nur so kann es den Transport auf die Trage und in den Rettungswagen aushalten. Die Mutter macht sich große Vorwürfe und glaubt, dass sie der Auslöser des Dramas war, weil sie ihren Töchtern scheinbar nicht genügend Taschengeld gegeben hat. Ich erkläre Ihnen jetzt mal kurz, wie es weitergeht. Ja. Also, sie wird vermutlich eine Verletzung im Steißbereich davon getragen haben. Ob das jetzt tatsächlich frakturiert, also gebrochen ist, kann ich Ihnen hier vor Ort nicht sagen. Wir haben sie jetzt stabil gelagert, das heißt, sie kann sich nicht mehr bewegen. Sie hat Schmerzmittel von mir bekommen, damit sie die Schmerzen nicht so stark fühlt. Der nächste Schritt ist jetzt eine Röntgenuntersuchung im Traumazentrum. Das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Wenn Sie möchten, können Sie uns gerne begleiten. Auf jeden Fall. Natürlich will ich bei meiner Tochter sein. Sollte es sich um einen Bruch des Steißbeins handeln, sind die Heilungschancen sehr gut. Währenddessen entlässt Christian Reuter den uneinsichtigen Geschäftsmann. Das ist Ihre Unfallmitteilung. Den Rest habe ich Ihnen schon alles erklärt. Fahren Sie jetzt vorsichtig, überlegen Sie sich mal, wie das eventuell passieren konnte. Den Schaden können Sie selbstverständlich dokumentieren lassen. Ob der dann tatsächlich von dem Eimer stammt oder von der Reinigungsflasche, das können wir hier vor Ort nicht klären. Das müsste dann tatsächlich ein Sachverständiger klären. Ne? Ich bin, wie gesagt, kein Lackierer oder deswegen. Ja, wie gesagt, überlegen Sie mal Ihr Verhalten. Wie geht's dem Mädchen denn jetzt? Wird, denke ich mal, behandelt. Muss in der Klinik gefahren werden, ne? Da können Sie sich später mal eventuell erkundigen. Also Sie können dann im Los. Genau. Scheinbar hat der Geschäftsmann am Ende doch erkannt, was er durch sein verantwortungsloses Verhalten ausgelöst hat. Im Krankenhaus wird das Mädchen nun geröntgt und weiter behandelt. Durch die schnelle Hilfe wird sie vermutlich keine Spätfolgen erleiden. Die Heilung des Bruchs wird aber voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Ja, alles klar. Dann haben wir alles, ne? Ja. Also wir haben die Patientin jetzt achsengerecht in den RTW befördert und dann schonend ins Krankenhaus transportiert. Dort wird dann eine Traumaspirale gefahren. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass da irgendwo eine Fraktur vorliegt. So behandeln wir die Patientin. Die Traumaspirale ist halt eine CT-Untersuchung, die von oben bis unten einmal komplett das Skelett abbildet. Und dort kann man dann sehen, ob da Verletzungen vorhanden sind oder nicht. Das ist so jetzt das weitere Vorgehen. Dann wird sie mit Sicherheit auch noch überwacht, mindestens 24 Stunden, weil man halt auch davon ausgehen kann, dass sie eine Gehirnerschütterung hat.